Hallo zusammen zu diesem neuen Video aus der Videoreihe Was wäre, wenn die Formel 1 auf dieser Rennstrecke hier fahren würde? Und heute sind wir auf einer ganz besonderen Rennstrecke, die es in der Realität nicht gibt. Es ist eine Fantasy-Rennstrecke und zwar der Super Max Circuit, wie er genannt wird. Und diese Rennstrecke, die hat es wirklich in sich, denn die stammt aus dem Kopf von Max Verstappen. Und zwar hat er mal in einem Interview sich seine persönliche Lieblingsrennstrecke zusammenstellen lassen, beziehungsweise hat aufgezeigt, welche Kurven aus dem Formel 1 Rennkalender er sich aneinander reihen würde, um die perfekte Rennstrecke sich selbst zu kreieren. Und dementsprechend ist daraus eine Strecke entstanden, die etwa 9 Kilometer lang ist. Und diese Strecke hat ein Assetto Corsa Modder dann eben aufgenommen. Aus diesem Interview habe ich euch hier unten nochmal verlinkt, die Rennstrecke, wer es vielleicht in Assetto Corsa mal ausprobieren will, mal nachfahren will. Und diese Strecke probieren wir heute mal aus, was sich Max Verstappen hier ausgedacht hat. Und jo, wir gehen rein ins Video und lassen uns überraschen. Viel Spaß. Da stehen wir am Start in Max Verstappens 2022er Auto. Neben Mick Schumacher geht's rein in ein 3-Runden-Rennen. Eine Runde ist relativ lang mit 9 Kilometern. Dafür haben wir sehr viele tolle Kurven mit dabei, so wie es sich Max Verstappen vorstellt auf seinem Traumkurs. Und die schauen wir uns jetzt doch direkt mal an und gehen mal rein an den Start und starten das Rennen. Die Ampeln gehen an und die erste Runde werden wir mal ein bisschen vorsichtig angehen, um mal ein bisschen die Strecke kennenzulernen. Und wir gehen rein. Ampeln gehen aus. Let's go! Wir schalten hoch und die Startziel, die sieht so ein bisschen ähnlich aus wie Barcelona. Also es scheint so, dass er Barcelona als Startzielgerade wählt. Aber die erste Gerade ist sehr, sehr lang. Schau mal, da gibt es schon richtig Windschattenwelle. Wir gehen mal rüber und wir gehen nach Austin in die USA. Bremsen runter. Erste Kurve, die ist sehr schlecht einsehbar. Hier kürzt die KI einfach schon ab. Oh mein Gott, der erste Überschlag. Was ist hier los? Er hat direkt schon mal einen Flügel beschädigt. Interessant, dass er das als erste Kurve wählt. So, weiter geht's. Wir gehen mal rein in den nächsten Sektor. Auto ist leicht beschädigt. Direkt nach der ersten Kurve schon. Wir gehen nach Brasilien, Interlagos. Hier ist, glaube ich, sogar fast die ganze Strecke verbaut worden. Außerdem Senna S und ein paar weiteren Kurven. Ist so ziemlich die ganze Strecke mit drin, meine ich. Also Max Verstappen ist so ein Interlagos-Liebhaber. Brasilien wohl seine Strecke. Wir gehen rein. Letzte Kurve, bevor es hier den Berg hoch geht. Auf die Startziel. Sind 17. Nach diesem krassen Crash in der ersten Kurve. Keine Ahnung, was da passiert ist. Wir gehen mal rein. Wie geht's weiter? Erste Fahrer ist jetzt direkt schon retired. Und es geht auf die Eau Rouge zu. Wir haben gelb. Es geht durch die Eau Rouge direkt nach Brasilien. Oh mein Gott. Der erste, der hier abfliegt durch die Eau Rouge. Wir sind ein bisschen weit gekommen. Den Berg hoch und es geht in die nächste wilde Kombi nach Japan. Die Japan-S-Kurven direkt nach der Eau Rouge. Das ist auch richtig pervers. Boah, wie es hier zur Sache geht. Ganz, ganz vorsichtig hier durchbahnen. Wie geht's weiter? Nächste Passage. Wir sind wieder weg aus Japan und es geht wieder rein nach Spa. Die Bergabpassage in Spa. Kommen wir ganz weit raus. Oh mein Gott. Richtig wild, was er sich da hier in seinen Träumen zusammengebaut hat. Wie geht's weiter? Was ist die nächste Kurvenkombi? Ein bisschen aufpassen. Sehr lange Gerade und es geht rein in eine Steilkurve. Es müsste der erste Sektor, die erste Steilkurve aus Sanford sein. Hat er sein Heimatrennen auch noch ein bisschen mit eingebaut. So, wir bremsen mal runter für die nächste Kurve. So, auch sehr bekannte Kurve, die Schneckenkurve aus Shanghai müsste es sein. Ja, sehr, sehr schön. Eine legendäre Kurvenkombination. Eine Kurve, die einfach nie endet. Raus geht's. So, und jetzt müsste eine Runde gleich fertig sein. Jawohl, wir sind in der letzten Kurve in Barcelona und wir gehen rein in die Startziel und wir haben eine Runde geschafft. Oh mein Gott. Es ist eine wilde Strecke, aber sehr cool. Sehr, sehr nice, was er sich da zusammengebaut hat. Beziehungsweise was unser guter Assetto Corsa Modder hier zusammengebastelt hat. Sehr, sehr cool. Wir gehen rein in die Runde 2. Gucken mal, vielleicht können wir jetzt... Was macht die KI? Warum kürzt die hier so ab? Schauen wir mal, ob wir hier noch ein paar Plätze gewinnen. Die Kurvenreihenfolge kennen wir jetzt in etwa. Aber echt krass, dass so viel aus Brasilien verbaut wurde. Schauen wir mal, was hier noch alles passiert. Die KI ist wieder relativ aggressiv unterwegs auf diesem Track. Gehen wir innen rein gegen den nächsten Haas.
Ja, reicht, glaube ich, nicht ganz. Mick verteidigt das Ganze hier. Geht hart auf den Körper, oh mein Gott. So, kommen wir vielleicht dieses Mal ein bisschen besser durch Urush durch. Oh, da werden wir angerempelt von Mick. Ah, Mick war da innen. Das hat sich weit raustragen lassen. Leichte Beschädigung am Seitenkasten. Jetzt geht's nochmal rein, Nassbar. Ist einfach jedes Mal gelbe Flagge, wenn es hier reingeht. 300 km/h. Hoch geht's. Oh, dieses Mal sehr schön getroffen. Aber mit einem richtigen Überschuss geht es jetzt in die SS rein. Können wir außen vorbeigehen? Nee, es ist schwer zu überholen einfach in Japan. Durch die S-Kurven durch. Sehr viel Dirty Air. Wobei mit diesem Auto sollte das ja eigentlich ein bisschen besser gehen, oder? Im 2022er. Wir setzen uns innen neben Lance Stroll. Bremsen dieses Mal ein bisschen früher. Werden trotzdem sehr weit rausgetragen. Stroll kommt auch ganz weit raus, aber da haben wir richtig Überschuss. Wir gehen nach links und gehen vorbei. Auf die lange Gerade vor der Sanford Steilkurve. Vor dem Banking. Also wieder hart runter. Also ist schon mega nice geworden, muss man einfach sagen. Mal schauen, ob wir heile durchkommen. Ordentlich beschädigt das Auto schon. So, nochmal geht's rein. In die letzten paar Kurven und dann gehen wir gleich in die dritte Runde rein. Vielleicht kommen wir unter die Top 10. So, ein bisschen aufpassen mit der Beschleunigung. Teilweise ist sehr uneben die Strecke. So, letzte Kurve geht relativ schnell, wenn man so viel Schwung hat auf die letzte Kurve in Spanien. So, jetzt der S. Der S-Windschatten auf der ultralangen Gerade. Zu Kurve 1 und dann gehen wir vorbei an Williams. Also die Strecke macht echt richtig Fun zu fahren. Muss man einfach sagen. Sehr gute Arbeit wurde hier geleistet. Nochmal geht's rein. Was man natürlich sagen muss, es sind hier nicht so viele Stellen, wo man richtig gut überholen kann auf diesem Kurs. Die Kurven sind natürlich sehr, sehr cool. Machen richtig Spaß zu fahren. Aber überholen wirklich nur auf Startziel und auf den paar langen Geraden. Es sind viele Kurven einfach eingebaut worden. Die sind sehr nice zum Durchfahren. Machen richtig Spaß. Aber in dem Rennen sehr schwer zu bezwingen. Also man könnte vor der Steilkurve, das ist eine längere Gerade, hier kann man überholen. Oder hier den Berg hoch. Vor Urush muss man dann aber vorbeigehen. Sehr gut durchgekommen. Sind jetzt auf Platz 11. Also das Rennen läuft schon mal richtig gut bisher. Auch wenn du hier durch Urush richtig gut durchkommst, ist es schwer, irgendwie vorbeizukommen. Wow, wow, wow. Da müssen wir uns innen reinbremsen. Jawohl, es geht, es geht. Nein, es geht nicht. Crash, crash, crash. Oh, das war gewagt. Gewagtes Manöver. Wir bringen die Kiste heil irgendwie um den Kurs, oder? Vielleicht ist die Gerade ein bisschen zu kurz nach der Urush. So, wir gehen nochmal rein hinter Alonso. Es müsste Alonso sein. Ja, Alonso ist es. Bremsen nochmal runter. Die KI geht hier immer richtig weit raus. Über die Track Limits. Wir gehen außen. Oh! Schicken Alonso weg. Alonso crasht weg. Hat Alonso rechts doch nicht so viel Platz gelassen, wie ich dachte. So, hier könnte man theoretisch überholen, wenn man nah genug dran ist. Klappt dieses Mal nicht. Alonso haben wir weggeschickt. Einfach kurz rausgecrashed. Aber man muss natürlich sagen, durch das, dass der Frontflügel so ein bisschen beschädigt wurde auf diesen drei Runden und der Seitenkasten, beziehungsweise Unterboden, fährt sich es nicht mehr ganz, so ganz rund. Wir gehen auf jeden Fall rein in die letzte Passage. Wir sind unter den Top 10. Letzte Kurve auf dem Supermax Circuit. Neben Lando Norris und Ricardo überholen wir auch noch. Oh mein Gott. Siebter Platz. Was ein Rennen. Hat richtig Spaß gemacht auf jeden Fall. Die Strecke richtig, richtig cool zu fahren. Mega. Jo Leute, das war's mit diesem Video mit Max Verstappens Traumrennstrecke. Und wenn ihr weitere Strecken Wünsche habt, dann einfach rein kommentieren in die Kommentare, was wir uns noch anschauen an Rennstrecken. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.